Jo, hi, willkommen, mein Name ist DadioLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis F. In der letzten Folge sind wir hier durch Lamdas Kokon durchgeschwirrt, haben diese komischen Pflanzen, Stängel, Rätsel gemacht und keine Ahnung. Sophie hat gesagt, Lamda ist irgendwo in der Nähe und mal gucken, wie nah er ist. Aber es sieht schon mal gut aus, ne? Und ich freue mich schon, ihr werdet schon gleich wissen, warum. Na, wir haben den Untergrund schon erreicht. Gut so. Ich glaube, wir tauchen keine Monster mehr auf. Und da hinten haben wir da was. Nö. Okay. Sieht doch schon ein Land hier aus. Und ja. Ein Laden, da kann es gar nicht mehr aussehen. It's much bigger than I imagined. Look. Is it Lamda? What happened to you? Man, der hat sie aber ganz schön gehen lassen. Tell me, why have you come to this place? Why? What is this? Are you Richard or not? Don't be fooled by what you see. That creature is Lamda. I'm impressed you were able to make it this far. However, nothing in this world can stop me now. I'm afraid that your journey ends right here. Wait! You have to listen to me! Azbel, look out! Richard, stop! Please listen! And now... Okay, machen wir mal mit Azbel. Er hat immer irgendwie das gleiche Bild. Erstmal versucht auf ihn drauf zu stürmen und dann kommt Sophie dazwischen. Welcher verändert durch Namen? Kann er jemals wieder er selbst werden? Oh, ewig Beute, okay. Keine Ahnung. Wir müssen einfach so weit auf ihn eindreschen, bis er wieder zu sich kommt. Mein Gott. Wir machen den voll fertig. Ich glaube, ich habe doch ein bisschen zu viel trainiert. Ja, eindeutig. Obwohl, der letzten Witcher, den haben wir auch kaputt gehauen. Oh Gott, ich bin verdammt. Ja. Oh nein. Oh Gott. Au. Ah. So viel zu, wir sind zu stark, ne? Oh Gott, warum sind wir jetzt alle tot? Heilung! Ah. Ja, so viel zu, wir sind zu stark. Da kommt er einmal mit seiner Kack-Mystik-Art und dann war er tot. Ja, mit seinen, was weiß ich, was das da ist, ey. Ah. Ja, ist gut. Good shot. Oh Gott, oh, das hat weh getan. Mein Gott. Irgendwie eine teuflische Version von Tempest oder was? Irgendwie ist der Plasma-Schock immer nur so overpowered. Vielleicht ist er tot. Gut so. Oh mein Gott. Wie setze ich überhaupt Tränke?
Lebens ein. Hallo, danke. Ja, ich liebe diesen Angriff. Ja, hier geblieben. So, kaputt. Na schön. Oh, Tränke des Lebens und Elixier bekommen. Boah. Oh, er war nur einfach. Ehrlich gesagt. Richard! Is that Lambda's true form? Is it trying to become human? It's time. I must destroy him. It is my duty. Sophie, wait! Goodbye, everyone. I must destroy Lambda and myself. No, wait! Sophie! The fuck? Emerald? That is enough, Protoss Haste. Why are you doing this? I cannot permit your mutual destruction function to be used on Lambda. Mutual? So for Sophie to destroy Lambda, she has to blow herself up? Sophie, no. Sophie, you okay? Why? Why are you doing this? I'm to annihilate Lambda by sacrificing my very own life. You're the one who gave me that functionality. Is what she said true, Emerald? Yes, it is true. Protoss Haste was designed to destroy both Lambda and itself. No. But that is no longer necessary. Because Lambda now has evolved into something far too precious to destroy. Now, come, Lambda. Holy cow! Did she actually just absorb Lambda? Such amazing power! With my vast knowledge and Lambda's life-creating abilities, we will bring new hope to Phaedra. The new life forms that we birth will be vastly superior to any that exist in all of creation. I suppose that I should thank you for the small part you played in helping me realize my grand objective. Your noble sacrifices shall be recorded in the annals of Phaedra's new history! Wait, so this whole time you were just using us to get Lambda's power and the Eleth from our Valkenis? Your powers of deduction are truly worthy of the Amarcian name. As a citizen of Phaedra, it is my given right to use these Eleth any way that I see fit. Aphinia is a satellite, and as such, it should serve our people. Someday, our people will tell stories of your planet, of how you sacrificed all to save Phaedra. And I will be the beautiful heroine of this tale.
I will become the goddess who shapes and spins the story. Yet I shall also be the story. Lambda, Ephinia, Phaedra, all shall bend at the knee to my divine will. And you are the nameless bit players. No, Emerald. Also ich sehe mich ja eher als Hauptcharakter, aber was soll's. If you prefer to exit on the stage here, then witness my mercy. Okay, die ist eindeutig durchgeknallt. Und irgendwie finde ich sie erotisch. Egal. Ja, awesome Musik im Hintergrund. Und ja, jetzt kommt der wahrscheinlich schlimmste Kampf im gesamten Spiel. Oh Gott, ich freue mich schon wieder. 2000 Erzen, genau. Oh Gott. Und ich bin gerade am überlegen, soll ich den Schwierigkeitsgrad eine Stufe höher stellen? Aber den. Weil, ja. Der letzte Kampf war doch ein bisschen kurz, aber ich weiß ja nicht, wie stark sie jetzt ist. Oh Gott, das Gesicht im Hintergrund. Schwer reicht doch, oder? Also, Rich hat uns auch voll drauf gegeben. Okay. Wird schon gehen, so. So, komm her. 144.000, okay. Wieder erstmal. Wahrscheinlich wird dieser Kampf ja nicht so. Oh Gott. Nervig doch wieder. Ja. Weil sie kann sich teleportieren und wenn wir sie angreifen, schwebt die ganze Zeit irgendwie so ein scheiß Ding unter sie herum, das uns vom Angriff abhält. Und ja, so einfach wird's nicht. Oh, die Musik ist im. Oh nee, nicht schon wieder. Und die Musik im Hintergrund ist gut. Aha. Ja toll, wenn wir alles in einem Part hier reinkriegen würden. Oh nee. Jetzt wird's nervig. Nein. Oh Gott. Oh, zum Glück. Ja, noch eine Mystikart, die ist auch böse. Nee, so einfach ist der Kampf doch nicht. Hab ich mit Richard und Richard / Lambda wohl etwas mehr Glück gehabt. Er war so deutlich schwächer als sie. Ja, die ist gegen gar nichts anfällig hier. A-Angriff. A-Arzt oder E-Arzt. So, komm her. Gut so. Vielleicht ist er schon tot. Ich doch mal in Schwierigkeit gerade hochgestellt, mein Gott. Ich bereue das schon wieder. Aua. Wow, das war schlecht gezielt, Mary. Meine Mary. Ja, ich hätte den Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen überstellen sollen. Ich will aber noch einmal ihre Mystiker zeigen, wenn es noch geht. Nee, glaube ich nicht. Aber wenn er ein bisschen dumm ist gerade. Ja, die ist tot. Ah, verdammter Dreck. Mein Gott, ihr Gesicht. Okay, Mystiker hat gezeigt, jetzt kannst du sterben, danke. Dankeschön, jetzt kannst du sterben. Oder ich sterbe, ja. So. Was auch immer du sagst. Es wäre ein Schwert, gut. Jetzt A-Art, glaube ich. So, das ging, lief sehr viel leichter, als ich gedacht habe. Ich glaube, ich sollte den Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen höher stellen. Emerald. There's not a scratch on her. But how? Could it be?
That this is yet another gift from the power of Lambda? Such wonderful power! Rejoice, Lambda, for I shall take you home again. I shall take you back to Phaedra. Yes! We shall create a new world worthy of a goddess! You are nothing but a fool! That voice... You could never... control my power! What? Impossible! This cannot be! What's happening to her? He's rejecting her. Oh. It's so horrible. Look, something's still there. Ja, ihre Überreste, klar, die liegen überall jetzt irgendwie. Ach so. It's the boy we saw in the lab. Lambda. Ja, du bist auch noch wach. Richard? Lambda, I'm right here. Come to me, Lambda. Let us go to our place of peace. Richard, no, don't! Jetzt wären wir wieder bei Null. Wow, was für ein glücklicher Zufall. Okay. Everyone okay? I think so. Ja, bis auf Sophie ein bisschen. Are you all right, Sophie? I have to destroy Lambda. Sophie, no! Let me go!
I have to destroy Lambda. I must. Sophie, don't you see what you're trying to do? If you destroy Lambda, you'll also destroy yourself. You'll die, Sophie. That's my purpose. You exist only to destroy Lambda? You exist just to die? Don't say that, Sophie. It's just too sad. Sad? Are you saying it doesn't make you sad to have your life decided for you like that? It's okay to live your own life, you know? Sad. I don't really know what that feels like. I'm not human. I was born only to carry out this mission. It's my purpose to die by destroying Lambda. No! No! That's the most ridiculous damn thing I've ever heard! Why did you have to remember something like that? Why couldn't it have just stayed forgotten? As long as Lambda exists, our world will never be safe. Sophie was our best hope to stop him. But now... now I don't know what should be done. There has to be a way to destroy him. Something that won't kill you, too. Yeah, come on! There's just gotta be something else! I am the only one who can destroy him. Well, maybe we just haven't tried hard enough! You don't understand. None of you can destroy him. This is the only way. You're the one who doesn't understand! You think sacrificing yourself will solve everything? Well, it won't! It won't solve a thing! I wish I could make you see that! But you're so eager to be a martyr that you've stopped listening to your friends! I'm doing what must be done. So please, don't interfere. Interfere? Damn you, Sophie! Asbel. Listen to me. We are not giving up. No matter what happens! Let's return to Lodge for the time being. New surroundings will clear our heads and help us plan the next move. That's a good idea. Okay, let's get moving. Ja. Oh, jetzt kann ich. Ja. Okay, sobald du das Shuttle erhältst, kannst du jederzeit über die Quellkarte zu Städten und Verlieseingängen fliegen, solange du dich nicht gerade in einem Verlies befindest. Mit R3 kannst du den Kursor manuell bewegen und solltest die Karte erkunden. Wer weiß noch, welche Geheimnisse dich erwarten. So, wir müssen nach. Also ja, kann ich nicht. Weiß ich nicht. Ich möchte jetzt ungern schon wieder irgendeine Szene hier aktivieren, aber ich möchte auch erstmal speichern irgendwie. Barona, wo ist denn ein Speicherpunkt? Weiß ich nicht. Gehen wir mal nach. Weiß ich nicht. Wir können auch nach Telos Esto gehen. Speichern mal da. Warum nicht? Okay. Hey, das ist ein Smiley, okay. Geh zurück nach Land, okay. Tja, waren einige heftige Szenen, fand ich jetzt. Irgendwie wirkt mir Sophie jetzt vollkommen unsympathisch, jetzt da sie so versessen drauf ist, sich selbst in die Luft zu springen? Fragezeichen. Da stimme ich auch mit Espel sofort überein. Was haben wir hier noch? FP plus 10%, jo. Vor allem nicht früher noch, egal. Natürlich noch ein bisschen die Dinger verteilen und oder auch nicht ändern. Und dann... okay, reicht schon. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!